wo ich gerade die Blumen hier sehe. Es ist ja bald Muttertag. Hast du schon was? Muttertag? Ja, Mist, das habe ich total verplant. Was mache ich denn da jetzt? Ja, weißt du was? Im Büro haben wir doch bestimmt ein paar Sachen zum Basteln. Lass uns doch mal so ein individuelles Last-Minute-Geschenk machen. So, schau mal nur, was ich hier alles gefunden habe. Damit kreieren wir jetzt unseren individuellen Kinogutschein für unsere Mama oder Schwester, Cousine, Muttertagsbalkottierer, egal für wen eigentlich. Machen wir eine kleine Challenge draus. Ja. Wer in 20 Minuten den besten Gutschein macht, der soll gewinnen. Okay, und los. Tada! Tada! Ein Teelicht! Ich glaube, der Gewinner steht fest. Was hast du gemacht? Popcorn im Glas? Ja. Wir müssen jetzt aber, glaube ich, auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Die Vitrine muss eingeräumt werden. Die Arbeit duft. So, dann schauen wir mal, was wir hier vorbereiten müssen. Muttertagsgeschenkdosen. Was? Das macht unsere Bastelaktion ein bisschen unnötig. Okay. Nee, weißt du was, wir schenken die trotzdem und packen einfach so einen Gutschein rein, weil den kann man nämlich auch online ausdrucken. Geht ruckzuck. In welchen Film würdest du denn deine Mama mitnehmen? Boah, da gibt's mega gute Filme, kommen jetzt raus. Zum Beispiel Wohne lieber ungewöhnlich und Tanz ins Leben stehen im Kalender. Ja? Da freut sich meine Mutter bestimmt drauf. Ich glaube, meine fände Wahrheit oder Pflicht cool, aber andererseits ist sie auch ein heimlicher Star Wars Fan, also wäre Solo auch keine schlechte Wahl. Da findet sich auf jeden Fall etwas. Ich glaube, diesmal sind wir geschenketechnisch gut ausgestattet. Fühlt euch frei, es nachzubasteln. Unsere wahnsinnig tollen Geschenke. Viel Spaß dabei!